die Stannis fahren heute mal aus Land raus. Hallo, Nico hier. Schön, dich zu sehen. Wir sind gerade auf dem Weg zu meinen Schwiegereltern in die Berge. Der Nico hat sich nämlich vorgenommen, Gochujang zu machen, die fermentierte koreanische Chili-Paste. Die meisten kennen die wahrscheinlich hier in dieser Verpackung. Das Problem ist, bei meiner Recherche habe ich festgestellt, man braucht doch eine Reihe von Spezialzutaten. Die könnte ich mir jetzt natürlich einfach im Internet bestellen, aber wo bleibt denn da der Spaß? Man braucht unter anderem Doenjang. Doenjang erinnert so ein bisschen an Miso-Paste. Um Doenjang zu machen, braucht man allerdings erst koreanische Sojasauce. Also beziehungsweise muss man erst koreanische Sojasauce machen. Und um koreanische Sojasauce zu machen, braucht man Meju. Meju sind fermentierte Blöcke aus gekochten und gestampften Sojabohnen. Der Grund, warum ich hierher gekommen bin, um Meju zu machen, ist der Reis, der da unten normalerweise wächst. Auch wenn wir gar keinen Reis verwenden, sondern nur Sojabohnen, brauchen wir etwas, was sich auf dem Reis befindet, nämlich die Schimmelsporen. Und zwar zum Beispiel die Schimmelsporen vom Aspergillus oryzae, den ich bisher immer als Kochi-Starter vorgestellt habe, um Kochi-Reis zu machen. Der Grund, warum ich hier bin, ist das Reisstroh. Das brauchen wir später. Angefangen habe ich damit gestern Abend, die Sojabohnen in Wasser einzuweichen. Heute Morgen habe ich die Sojabohnen abgegossen und gründlich abgewaschen. Als nächstes ist dann Feuermachen dran. Sojabohnen müssen für etwa 2 Stunden weich gekocht werden. Das kann auch mal 3 Stunden dauern. Das muss man überprüfen. Am besten, indem man eine Sojabohne zwischen kleinem Finger und Daumen zerdrückt. Die Sojabohnen müssen dann abgegossen werden und müssen dann erstmal richtig ausdämpfen und etwas abkühlen. So, und ab hier übernimmt der Nico aus der Zukunft, der inzwischen eine extrem leckere Gochujang im Tontopf hat. Traditionell wird im Spätherbst in Korea damit begonnen, Meju anzusetzen. Die Fermentation dauert etwa 2 Wochen. Danach trocknet man das Meju über den Winter an einem luftigen und trockenen Ort für 2 bis 6 Monate. Ich habe vor einem Jahr mit diesem Projekt angefangen, also während des thailändischen Winters. Und gerade am Anfang war ich mir nicht sicher, ob es klappen könnte, denn ich musste 3-mal damit anfangen. Ich möchte also nicht so tun, als ob das sicher auf Anhieb funktioniert. Für manch einen mag es auch gar nicht funktionieren. Ich gehe gleich genau darauf ein, warum, aber als nächstes müssen die Sojabohnen erstmal zu einer groben Paste gestampft werden. Dann ist die Masse nämlich so klebrig, dass man sie zu etwa 20 x 15 x 10 cm großen Blöcken formen kann. Die Sojablöcke werden als nächstes für 3 bis 4 Tage an einem warmen Ort in der Sonne getrocknet. Am besten macht man das an einem Südfenster, neben der Heizung oder auf einer Wärmematte. In dieser Zeit werden die Meju-Blöcke fest und man kann sie danach gut handhaben. Zum Trocknen lege ich die Blöcke auf ein Tablett. Das muss jetzt kein Bambustablett sein, jedes Tablett oder Gitter funktioniert. Wichtig ist, dass es super sauber ist. Das gilt natürlich auch für alle Arbeitsgeräte und die Hände. Um zu verhindern, dass Fliegen oder andere Insekten auf den Meju-Blöcken landen, empfehle ich sie mit einer Gaze abzudecken. Mit der Erfahrung, die ich bis jetzt gesammelt habe, kann ich außerdem sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, genauso wichtig wie Sauberkeit, die Sojabohnen nicht weniger als 3 Stunden kochen zu lassen. Besser sind 4 Stunden. Danach hatte ich nämlich überhaupt keine Probleme mehr mit dem Schimmel. Das sind also die Gründe, warum bei mir am Anfang die Fermentation nicht richtig funktioniert hat und die Sojablöcke von schwarzem Schimmel überwachsen wurden. Was ich leider vor lauter Frust vergessen habe aufzunehmen. Wenn der Schimmel zu wachsen beginnt und er eine andere Farbe als weiß hat, ist die Besiedelung leider falsch gelaufen und man muss nochmal von vorne beginnen. Vom Geruch kann man leider nicht wirklich ausgehen, denn es riecht von Anfang an ziemlich funky. Wie gesagt,
sauber zu arbeiten und die Sojabohnen lange genug kochen zu lassen, sind der Schlüssel zum Erfolg. Nach dem ersten Trocknen müssen wir die Meju-Blöcke in Reisstroh wickeln und an einem warmen, schattigen, trockenen Ort für 2 Wochen mit möglichst viel Aspergillus oreisei bewachsen lassen. Wer kein Reisstroh bekommen kann, kann dafür das Stroh von jedem anderen Getreide verwenden. Der Mix aus Schimmelkulturen, die wir auf dem Meju ansiedeln wollen, befindet sich größtenteils auch auf Weizenstroh. Mir ist schon bewusst, dass nicht jeder so ein Reislager hat. In koreanischen Videos habe ich gesehen, dass der Meju mit dem Stroh oft in einen Karton gelegt wird. Wichtig ist, dass der Ort warm und gut belüftet ist. Dann können wir damit beginnen, unter anderem Aspergillus oreisei anzulocken und hoffen, dass er sich auf der Sojapaste ansiedelt. Das dauert etwa 2 Wochen. Aspergillus oreisei ist natürlich nicht der einzige Schimmelpilz, den wir ansiedeln wollen. In wissenschaftlichen Studien wurden bis zu 90 weitere Arten Schimmelpilze gefunden, die ich jetzt unmöglich alle aufzählen kann, aber unter anderem befindet sich eine Reihe von Penicillium-Arten darunter. Wenn er das genauer wissen möchte, dem empfehle ich meinen Beitrag zum Video auf meiner Homepage mit weiterführenden Informationen. Der Link zum Beitrag befindet sich unterhalb vom Video in der Infobox. Nach 2 Wochen werden die Meju-Blöcke zum weiteren Fermentieren und Trocknen für 2 bis 6 Monate an der frischen Luft aufgehangen. In koreanischen Videos machen das viele in der Wohnung. Ich kann aber sagen, dass der Geruch doch recht streng ist. Persönlich wollte ich das jetzt nicht unbedingt in der Wohnung haben. Vielleicht fällt es gar nicht so auf, aber die Anzahl der Blöcke hat sich inzwischen reduziert, weil das bereits der 3. Anlauf war und nur 3 von 4 Blöcken überlebt haben. Dafür hat danach alles Weitere von nun an wunderbar funktioniert. Die Meju-Blöcke stecke ich zusammen mit etwas Reisstroh oder anderem Stroh in Säcke aus einem Gasestoff, damit zum einen die Luft zirkulieren kann, aber auch Insekten davon abgehalten werden, sich in den Meju-Blöcken anzusiedeln. Die Säcke hänge ich so auf, dass möglichst keine Vögel, Mäuse oder andere Nagetiere da rankommen können. Nach 2 Monaten ist es Zeit, die Meju-Blöcke zu kontrollieren und weiter zu verarbeiten. Ich habe echt nicht gedacht, dass aus diesen Sojablöcken etwas werden kann. Aber sie sehen so aus, wie sie sollen und riechen wirklich sehr interessant. Also nicht wundern, wenn es ungewöhnlich duftet, das ist normal. So, das war der erste Teil von 3 Teilen auf dem Weg zur selber gemachten Chilipaste aus Korea, Gochujang. Im 2. Teil machen wir damit koreanische Sojasauce und setzen Gochugaru an. Ich kann jetzt schon verraten, dass das extrem interessant und sehr lecker wird. So, also, das Meju ist fertig und 2,5 Monate hat es gedauert. Geh weg. Ich kann dir sagen, das riecht, egal wo hier, ganz schön funky. Also das riecht schon aus 2 Metern Entfernung, also das möchte ich nur schon mal sagen. Es riecht ziemlich fermentiert, also nicht wundern, falls du das nachmachst, man kann es riechen. Grundsätzlich würde ich sagen, ein gutes Zeichen, denn, oh, Vorsicht, Wespe. So, das gesagt. Also, als nächstes, ich fahre jetzt nach Hause und dann setze ich damit koreanische Sojasauce an. Wenn du also interessiert bist daran, wie ich daraus koreanische Sojasauce mache und du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann sei so lieb, abonniere meinen Kanal und betätige die Benachrichtigungsglocke hier unten, damit die Wartezeit, bis das fertig ist, das dauert nämlich auch wieder ein paar Monate, nicht zu lang wird. Verlinke ich hier mal meine Playlist, Fermentieren mit Koji. Da habe ich zum Beispiel schon japanische Sojasauce gemacht. So, das gesagt, ich fahre nach Hause
Vielen Dank fürs Einschalten. Vielleicht sehen wir uns ja gleich wieder hier im nächsten Coachy-Video. Das gesagt, also Nico ist weg. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier. Mechu selber machen gehen. Das ist mega interessant. Das ist ein super spannendes Projekt. Also, tschüss.